Spätestens, wenn die Warnanzeige aufleuchtet und mir zeigt, dass ich auf Reserve fahre, sollte ich die nächste Tankstelle aufsuchen. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer ich jetzt noch fahren kann, bevor ich stehen bleibe und gar nichts mehr geht. So eine Tankstelle, die brauchen wir doch auch immer wieder in unserem täglichen Leben, oder? Nicht nur für unser Auto. Das merken wir spätestens, wenn wir müde, kraft- oder freudlos werden. Dann sind wir oft nur noch mit unserem Reservetank unterwegs. Wir brauchen neue Energie und Kraft, um nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben. Wo ist deine Quelle, die dich wieder mit neuer Energie auffüllt und versorgt? Ich denke, jeder Mensch ist auf der Suche nach der wahren Quelle des Lebens. Dabei kann er sich im vielfältigen Angebot an Lebenshilfen, an Kraft- und Energiequellen leicht verlieren. Vieles verspricht Hilfe, aber viele dieser Tankstellen erfüllen uns nicht wirklich. Sie halten nicht das, was sie versprechen. Ich habe meine Tankstelle und diesen speziellen Kraftstoff nur bei Gott gefunden, in der Beziehung zum Schöpfer. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Ja, er ist der Lebensspender. Seine Kraft erschöpft nie und stärkt mich täglich. In seiner Gegenwart kann ich auftanken und bekomme neue Energie. Er kennt mich und er weiß genau, was ich brauche. Wirkliche Stärke kommt von Gott und aus der Verbindung mit ihm. Ich habe erlebt, dass dieser Vers hier aus der Bibel wirklich wahr ist. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. An der Tankstelle Gottes musst du weder warten noch bezahlen. Du musst nur anhalten, deinen Tank öffnen und dich füllen lassen. Der Tankwart ist stets freundlich. Und das Beste ist, er hat deinen Treibstoff schon bezahlt. Es ist Jesus, der am Kreuz mit seinem Leben dafür bezahlt hat, damit du mit Gott verbunden sein und in einer Beziehung zum Schöpfer leben kannst. Wenn du Jesus als deinen Retter und Erlöser in deinem Herzen annimmst, dann bist du mit der Quelle des Lebens verbunden. Gottes Gegenwart kannst du ganz besonders erleben, wenn du in seinem Wort in der Bibel liest. Wir schicken dir gerne eine gut verständliche Bibelübersetzung zu, wenn du noch keine zu Hause hast. Mit so einer Einstiegshilfe wird es dir wahrscheinlich leichter fallen, mit dem Bibellesen zu beginnen. Die bekommst du von uns kostenlos mit dazu. Schreib einfach eine E-Mail an info@myinput.it. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.